Ja, Leute, wie ihr sehen könnt, die Lootchest Ultimate Pokémon ist angekommen. Das ist ein riesen Oschi-Dingen. Und ich würde sagen, wie immer, nicht lange quatschen. Machen wir das gute Teil auf. Da oben. Wo ist mein Messer? Ich bin gespannt, was drin ist. Pokémon ist ja ein riesengroßes Franchise. Da kann halt alles Mögliche drin sein. T-Shirt und Pullover denke ich mal dieses Mal nicht, weil du konntest keine Größen angeben. Ich hoffe aber, dass da irgendeine schöne große Figur drin ist. Boah, ich leg die mal hier hin. Karten wären natürlich schön. So, ich werde mal eben das Mikrofon ein bisschen hier in die Mitte stellen. Wir filmen heute nur von dem Handy aus. Wir machen heute nur eine Perspektive. Muss mal eben gucken, ob ich das hier aufkriege. Okay. So, ich guck nicht hin. Das scheint das Beuleheft zu sein. Das lege ich mal da erstmal auf Seite, nicht reingucken. So. Wie fangen wir an? Fangen wir von oben nach unten an? Wir fangen von oben nach unten an. Und zwar haben wir hier ein Kopfkissen, wie es aussieht. Einmal vom Pikachu auf der einen Seite und einmal Shiggy auf der anderen Seite. Komm, hol mal das gute Ding mal raus. Ja! Und schauen uns das mal an und gucken, ob das auch fluffig ist, ne? Aber was bringt denn Kopfkissen, wenn es nicht fluffy ist? So. Weg damit. Und dann haben wir hier einmal, klar, natürlich hier Pokémon offizielles Produkt. Und? Ja. Ja, schon, stinkt auch nicht, also schön weich, haben wir hier einmal ein Kissen mit Shiggy drauf und einmal mit Pikachu. Ich muss dazu sagen, jetzt müssen wir natürlich überlegen, ich habe 80 Euro für die Box bezahlt. Ist immer die Frage, ob die Sachen da drinnen dann auch ihre 80 Euro wert sind oder nicht. Machen wir weiter. Nee, ich wollte nicht gucken. Ich wollte ja nicht gucken. So, wie kriege ich das raus? Boah, das ist irgendwas Dickes, Schweres. Okay, ich muss gucken. Okay, da muss ich die Seiten hochklappen. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, das kann ich... Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut. So. Boah. Haben wir hier einmal ein Bild. Bild mit verschiedenen Pokémon drauf. Einmal hier... Pikachu, Mewtwo, Glumanda, Shiggy, Evoli und Bisasam. Und dafür habe ich auch direkt einen Platz. Das kommt dann genau da oben hin. Ich kann es mal umdrehen. Also einfach ganz normal hier. Ne? Nichts Spektakuläres, aber nice to have. Also kann ich auf jeden Fall gebrauchen für meine Pokémon-Ecke. Das ist sehr gut. Oder stellst halt genau, nee, das ist aber doof. Oder? Muss ich vielleicht überlegen, wenn ich halt diese Unboxings mache oder die Booster-Openings, dass ich das in den Hintergrund hinstelle, weil momentan habe ich ja die Top-Trainer-Boxen da stehen. Sieht zwar auch nicht schlecht aus, so vom Design her, aber noch überlegen, wo das Bild hinkommt. Nicht schlecht auf jeden Fall. Und ich glaube, die sind auch teuer, wenn man sowas kauft. 20 Euro? 25 Euro bestimmt. So, dann haben wir hier noch irgendwas Fluffiges drin. Dann haben wir, den lasse ich aber, ne, den holen wir raus, der ist eh nur mit dieser Film. Ich wollte sagen, den lassen wir zugepackt. Dann haben wir hier ein Evoli-Rucksack. Ein Evoli-Rucksack. Steht da Pokémon drauf oder was steht da? Ja, da steht Pokémon drauf. Mit ganz vielen Evolis drauf. Hinten auch wieder offizielles lizenziertes Produkt von Pokémon. Und interessant ist natürlich auch in irgendeiner Loot Chest, glaube ich, war das auch. Da war mal ein Zelda-Rucksack drin. Den konnte man umstülpen. Dann hatte man zwei Seiten. Vielleicht ist das bei dem hier auch. Nee. Aber interessant, wir haben hier noch so eine Tablet-Laptop-Tasche drin, sogar mit einer Halterung hier oben mit so einem Gummiband. Nicht schlecht, kann man sogar, oh,
kann man sogar abmachen. Und dann kann man hier seinen Laptop reinstecken oder halt Bücher oder was man noch hat. Das ist nicht schlecht. Haben wir hier noch eine Tasche drin? Das ist die Laptop-Tasche. Ja gut, dann haben wir hier vorne halt noch ein kleines Täschchen. Da können wir auch mal eben reingucken, ob da noch irgendwas anderes drin ist. Ne, das ist halt dann noch so eine Krimskrams-Tasche, aber die ist auch ordentlich groß. Ne? Wenn ihr guckt, da kriegt man ordentlich was rein hier in die Tasche. Rucksack, gar nicht mal so schlecht. Ob ich den benutze? Ich glaube eher nicht. Weil da habe ich meinen Kamerarucksack, wo ich die Kamera rein tue. Und teilweise passt da auch noch Essen rein. Wenn man dann auf Conventions unterwegs ist. Und da reicht der vollkommen, der Kamerarucksack. Weil wie gesagt, ich kann da die Kamera rein tun. Ich kriege da ein Essen rein. Links und rechts habe ich noch so zwei Halter, wo die Flaschen rein können zum Trinken. Und ja, da reicht mir der Rucksack. Da muss ich gucken, den kann man ja vielleicht wieder irgendwie loswerden auf eBay oder so. Müssen wir mal gucken. So, dann haben wir hier hinten in der Ecke nichts mehr. Und dann kommen wir, glaube ich, auch schon zum letzten Item, so wie es aussieht. So wie es anfühlt. Was könnte das sein? Ich weiß es nicht. Pokémon-Bettwäsche. Das ist schön. Dann kann ich mich schön abends mit Pikachu in den Traum knuddeln. Wir haben ein komplettes Set. Halt's Maul. Ne, ist nicht dasselbe Kopfkissen. Ich wollte sagen, ist ja dasselbe Kopfkissen, aber ist es ja gar nicht. Ja, dann haben wir einmal irgendwie riecht meine Pfoten nach Gras. Ich weiß nicht, ob hier Blutchest sich ein... Tatsächlich, ich weiß nicht, irgendwie riechen die nach Gras. Irgendeiner hat sich eingekifft, Alter, ich weiß es nicht. Ja, haben wir hier einmal Pokémon-Bettwäsche, sogar zweiseitig. Haben wir einmal Pokémon-Pokeball. Das ist die eine Seite, der Pikachu ist hier an Blinzeln. Und auf der anderen Seite haben wir dann verschiedene, ich muss mal jetzt ja selber nachgucken, verschiedene Pikachus hier. Ich glaube, der eine blinzelt auch, der eine hat die Augen offen. Hier ist der Pikachu normal. Muss man eben gerade selber gucken. Ja genau, der eine Pikachu blinzelt. Pokebälle drauf. Rot und Blau, Einzelbettwäsche, Bettbezug. Das ist gut, weil bei mir wird es mal auch wieder Zeit, die Bettwäsche zu wechseln. Dann kommt bei mir die Pokémon-Bettwäsche drauf. Spektakulär. So, ne? Pokémon-Bettwäsche. Jetzt gucke ich mal. Aber es müsste eigentlich alles gewesen sein. Ja, tatsächlich war das alles. Kommen wir zur Spoiler-Karte. So, Spoilerkarte ist wie das Design von der Box. Ah, oh, mhm. Schade. Hm, obwohl. Ah, ja. Aha. Okay, interessant. Da werdet ihr jetzt auch staunen. Also, da gab es noch einiges, was schöner hätte sein können. Aber was auch schlecht hätte sein können. Ich drehe mal die Spoilerkarte um. Ich komme mal ein bisschen näher. Das ist jetzt natürlich das Schöne hier am Handy, dass ich dann hier keinen Autofokus habe und das dann einfach aufnimmt. Wir haben jetzt einmal das Bild mit den verschiedenen Pokébällen. Ich weiß gar nicht, steht dann da drauf, was ein Pokéball das ist? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Hätten wir hier einmal das Bild mit den Pokébällen. Da muss ich aber sagen, da bin ich mit diesem Bild hier zufriedener, ganz ehrlich. Also da gefällt mir das gut. Wie gesagt, da habe ich auch direkt einen Platz für. Ne, als kleiner Poketuber, der hier Pokémon-Booster öffnet, ist das schon nicht schlecht. Ich meine, Pokebälle wäre natürlich auch nicht schlecht. So, dann haben wir das Kissen. Wir sehen auch direkt die Preise. 20 Euro, habe ich ja gesagt, kommt ungefähr hin. Die Kissen dann halt auch. Das kann ich euch noch mal gerne zeigen. Ist auch relativ groß, das Kissen. Ist jetzt nicht so ein kleines Schmusekissen. Seht das ja, wenn ich das mal neben meinen Kopf halte. Also da kann man schon ordentlich drauf liegen. Sieht auch gut aus, stinkt nicht. Ich würde sagen, trotzdem einmal in die Waschmaschine damit. Dann gucken, was da steht. Bezug 100% Polyester, Füllung 100% Polyester, zur Reinigung nur mit einem
Was? Nur mit einem, das ist jetzt natürlich das Dingen durch hier, nur mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Ah ja, okay. Das heißt, oh ja, dann kann, boah, gut. Ich habe mir Feuchttücher gekauft mit Kokosnussgeruch, dann kann ich da einmal drüber streichen gleich und dann riecht das nach Kokosnuss. Oh, ich sehe auch schon, hier ist auch schon ein Fleck drauf. Könnt ihr den sehen? Da oben, irgendwo war ein Fleck. Ist auch egal. Rubbeln wir gleich mit unseren Kokostüchern drüber. Kissen mit Pikachu und Shiggy. So, dann geht es weiter mit der Bettwäsche. Ne, die brauche ich ja nicht mal zeigen, die hatten wir jetzt gerade gehabt. Da sehen wir auch beide Seiten. Einmal mit dem Pikachu, was blinzelt und... Okay, das haben sie falsch abgedruckt. Da hätten sie das andere Pikachu eigentlich zeigen müssen. Und dann haben wir den Rucksack. Da hätte es drei verschiedene gegeben. Einmal in Pikachu. Ich glaube, das sind so Elektro-Pokémon, ne? Pikachu und Zapdos. Pikachu. Ne, das sind alles Pikachus. So, und dann hätten wir nämlich noch hier einen mit Glurak, Gengar, Mewtwo... Und ready for, irgendwas steht da drauf. Ihr könnt mal ja gerne in die Kommentare reinschreiben, welchen ihr am besten findet von den Rucksäcken. Also ich muss sagen, der Pikachu-Rucksack wäre natürlich schon nicht schlecht. Der, also, ja, also wenn ich auswählen müsste, wäre der Pikachu nicht schlecht. Evoli geht jetzt, würde ich als zweites, und der sieht, ja, weiß ich nicht, müsste man halt mal sehen, ne? Mit Gengar, Glurak, Pikachu, Mewtwo, Relaxo ist da auch noch drauf. Rucksack, verschiedene Varianten. Einer der drei Rucksäcke transportiert gerne alle deine Dinge, während du unterwegs Pokémon Go spielst. Ist ja jetzt noch ein aktuelles Booster-Set. Bettwäsche, Pikachu Pokéball. Wenn du dich in dieser Bettwäsche zusammenrollst, ist es fast so gemütlich wie in einem Pokéball. Das würde mich auch mal interessieren, wie es in so einem Pokéball aussieht, ey. Wendekissen, Shiggy, Pikachu. Bist du Team Shiggy oder Team Pikachu? Eher Shiggy, würde ich sagen. Gerahmtes Bild Pokébälle. Welchen wählst du, um dein nächstes Pokémon zu fangen? Okay, also, wir haben jetzt Preise. Wie gesagt, ich habe 80 Euro für die Box bezahlt. Das Bild... 19,95 runden wir auf, 20 Euro. Das Kissen runden wir auf, 20 Euro, sind wir bei 40. Dann haben wir die Bettwäsche, sind wir bei 35, sind wir bei 75. Und dann der Rucksack, 35, dann sind wir 75, sind wir bei 80, plus 30, 90, 100, wären wir bei 110 Euro. Ist natürlich die Frage, ob die Preise auch aktuell sind. Ich würde dann mal eben einen Cut machen, mal die Sachen raussuchen und dann einfach mal, oder nö, ich würde die gleich einfach mal einblenden, was die so kosten würden. Und dann sehen wir, ob das 80 Euro kostet, weil meistens packen die hier immer so utopische Preise hin und das stimmt dann halt meistens nicht. Deswegen würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Es läuft momentan auch noch ein Gewinnspiel. Es gibt einen Gutschein von dem Shop Pokebreak zu gewinnen von 20 Euro. Das Gewinnspiel läuft den ganzen Oktober noch. Ich würde mir da irgendein random Video aussuchen. Also kommentiert fleißig dann unter den Videos von meinem Kanal. Ihr müsst dafür auch Abonnent sein. Ja, wie gesagt, das läuft den ganzen Oktober, das Gewinnspiel. Ihr könnt einen 20-Euro-Gutschein aus dem Shop Pokebreak gewinnen. Da könnt ihr euch dann schöne Sachen aussuchen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Video. Ciao.